Gut ist unser Held. Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Runde Crash Bandicoot 2. Ja, im letzten Part hatten wir ganz viel Eisbär-Action gehabt und heute haben wir zwei Level auf dieser Etage noch und danach der Boss. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen mit dem Boss. Ich versuche es. In diesem Level, wenn ich mich recht erinnere, gab es hier einen bunten? Ich glaube, in dem Level gab es einen bunten. Und hier... ach genau, das sind die Ruinen. Die Ruinen, da war... Da müsst ihr es noch aus einem anderen Level einen Eingang geben, der in das Level führt. So, aber wir machen erst dieses Level. Und ich habe ein bisschen Angst vor diesem Level, weil ich meine, hier kommt etwas Schwieriges. Ein schwieriges Secret, meine ich. Also gibt es auf jeden Fall ein Secret. Bin mir ziemlich sicher, dass man... in diesem Level einen bunten Kristall bekommen. Kriegt man hier den lilanen oder habe ich schon den lilanen? Ich habe ja schon ein paar bunte bekommen. Moment. Ich habe den grünen, den gelben und den roten, den blauen. Kann sein, dass man hier schon den lilanen bekommt. Wäre ein bisschen... Aha, zu früh. Meiner Meinung nach. Aber wer weiß. Vielleicht täusche ich mich ja gerade und es kommt doch noch ein lilaner. Hier in dem Level. Ha! Nein! Crash! Vorsichtig. Oh, gut. Das war gut. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich das nicht schaffen werde. Aber alles cool. Wow, rüber. Ah, mit dem Gelben. Ich glaube, ich weiß, was das Schwierige hier war. Und zwar, ich muss hier viel zurücklaufen, glaube ich. Wenn ich jetzt das hier gemacht habe, dann muss ich sehr viel zurücklaufen. Das ist jetzt doof. Laufe ich jetzt schon ein bisschen voraus, sichere ein paar Sachen und dann renne ich wieder hin zurück? Ich bin mir nicht sicher. Komm, wir rennen mal ein bisschen voraus. Ich muss auf jeden Fall in dem Level zurücklaufen. Und das Zurücklaufen, okay, ich könnte mir merken, bis zum Bonus-Level könnte ich mir merken. Merken wir uns jetzt auch, okay? 3, 2, 1, gemerkt. So, ich hab's mir gemerkt. Hoffe ich. Habe ich eh nicht. Doch, habe ich. Komm, ich hab mir gemerkt. So. Okay, gut. Oh, please. Die hätte ich gebrauchen können. Jetzt kommt eine schwierige Stelle beim Zurücklaufen. Die hier. Richtiges Timing. Boah, das war knapp. So, auf die gelbe Plattform. Und merken, Leute, ganz gut merken. Wir laufen zurück, nur bis zum Bonus-Level. Also, ne? Und sagt ihr mir gleich Bescheid, ne? Wenn ich gleich zurücklaufen muss, dann sagt ihr mir gleich Bescheid. Keggy, nur bis zum Bonus-Level laufen. Bonus-Gebiet, Abschnitt, Bereich laufen, ja. Wie ich sehe, geht das Wasser hier durchgehend, wird hier das Wasser durchgehend unter Strom gesetzt. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt gibt es ein Problem, Leute. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Und zwar, das Problem besteht jetzt darin, dass ich... sobald ich dort im Bereich sterbe, wo mich die gelbe Plattform hinbringt, sobald ich dort sterbe, muss ich immer wieder diesen Weg machen, dass ich vorlaufen muss, ein paar Sachen holen muss und dann wieder zurücklaufen muss. Oder ich laufe komplett durch bis zum Checkpoint. Komm, wir machen bis zum Checkpoint. Ich glaube, das ist sinniger, wenn ich das so mache. Ja, komm, wir machen bis zum Checkpoint. Ich glaube, das ist sinniger. Müsste sinniger sein. Bam, 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 bam. Weil dann hole ich mir den Checkpoint und laufe dann zurück. Und weil ich, wo ich jetzt schon bin, das ist ja schon wie fast beim nächsten Checkpoint. Und das ist ja ein bisschen doof, dann jetzt direkt wieder zurückzulaufen zum vorherigen Checkpoint und dort dann die gelbe Plattform zu machen. Ich weiß nicht, was von beiden Sachen jetzt schlauer ist, aber ich versuche das erstmal so. Ich versuche das so, weil ich glaube, so ist es eigentlich gar nicht so doof. Und wenn es doof ist, dann bin ich halt doof. Ja. Und ich krieg ja gleich sofort die nächste Maske. Habe ich zwei Masken zum Zurücklaufen. Das ist auch natürlich gut. Und zack, die spawnen unendlich, weil die Propeller sind ein bisschen zu schnell. Zack. Und kommt der nächste. Und zack. So. Checkpoint. Gut. Dann wissen wir Bescheid.
müssen wir uns das merken, ne? Wenn die drei, wenn wir in den Bereich kommen, wo drei Plattformen sind mit Wasser, dann sollten wir da nicht mehr zurücklaufen. Also sollten wir nicht weiter zurücklaufen. Komm hier nicht. Ach, die Dinger spawnen gar nicht mehr. Okay, gut. Eigentlich dachte ich, die spawnen jetzt weiterhin unendlich, auch wenn der Propeller weg ist, aber wow, habe ich mich getäuscht. So, jetzt hier nochmal die Stelle. Oha, das war gut. Das war gut. So, jetzt mit zwei Akku-Akkus, Leute. Zwei Akku-Akkus. Zieht euch das rein. Zwei Akku-Akkus im Secret. Das läuft jetzt hier. Easy going. Easy going. Easy going. Zu früh auf der Plattform. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber die Plattformen, die bleiben nicht ewig auf Wasser. Ist ja schon Schluss. Die bleiben nicht ewig auf Wasser. Die gehen dann auch irgendwann unter. Das heißt, man darf nicht zu lange darauf stehen bleiben. Boah, ich dachte, der tötet mich jetzt. Das Wasser ist hier auch die ganze Zeit unter Strom. Ha! Moment, wenn das jetzt hier, was ich jetzt hier gerade mache, wenn das mir jetzt keine Kisten einbringt, nur den Diamanten, den ich gerade eingesammelt habe, dann ist es eigentlich egal, wenn ich sterbe. Dann muss ich diesen Abschnitt eigentlich nicht mehr zu Ende machen. Wenn ich jetzt sterbe... Okay, der Abschnitt ist vorbei. Gut, keine Kisten. Weil wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre es eigentlich egal. Dann müsste ich jetzt nicht nochmal hier rein. Hätte ich auch eigentlich sterben können. Ich glaube, es ist gerade wirklich auch schlauer, direkt zu sterben. Oder? Ich bin unsterblich. Drei Akku-Akku-Makens. Okay, hier muss ich nicht hin. Das ist die Stelle, die wir uns merken sollten. Ich bin noch unsterblich, Go, 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 go. Yes. Das ist auch keine leichte Stelle. Keine leichte Stelle, wenn man nicht unsterblich ist, so wie ich gerade unsterblich war. Weil, da waren ja TNT, normale und TNT und dann die Eisenblöcke. Und die einzigen, weil auf die Eisenblöcke kommst du nicht hoch. Und auch wenn du hochkommen könntest, könntest du die nicht zerstören. Könntest du sie schon, aber du müsstest ja den Bauchplatscher benutzen. Wenn du den Bauchplatscher benutzt, dann knallst du ja komplett durch mit den TNT-Kisten und zerstörst alles. Also das wäre schon ein bisschen doof, außer du hast natürlich eine Akku-Akku-Maske. Der einzige Trick wäre natürlich, wenn du keine Akku-Maske hast. Oh, ich bin schon wieder unsterblich. Wuhu! Schon wieder unsterblich. Easy going hier, das Level ist halt mega einfach. Wieso hatte ich denn so viel Angst vor dem Level? Ich glaube, das war ein richtig... Oh, das habt ihr jetzt nicht gehört, okay? Okay. Wenn mich der Typ mit dem Flammenwerfer trifft... Oh, fuck. Während ich unsterblich bin, dann kommt trotzdem der Sound, als würde ich eine Maske verlieren. Okay. Ich sollte mal hier so ein mobiles Gerät auf lautlos stellen, weil, das muss ja jetzt nicht sein, ne? Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Aber ich hab's vergessen. Das ist jetzt aber egal, denn wir haben dieses Level auf 100% geschafft. Da muss ich jetzt nicht mehr rein. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich das mit erstem Mal schaffe. Vor allem, bin ich überhaupt gestorben? Einmal bin ich gestorben, ne? Mindestens einmal bei der gelben Plattform bin ich mindestens einmal gestorben. So, dann dieses Level... Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass es noch einen anderen Eingang in dieses Level gibt, weil hier kommt direkt am Anfang ein Abschnitt, den man nicht machen kann. Den man direkt sieht, aber nicht machen kann. Und zwar... Da links sind unsichtbare Boxen. Man kann komplett rüberspringen. So ungefähr. Nur halt muss man das richtige Timing haben und dann kommt man rüber. Aber es ist zu schwer. Also den Bereich da hinten rückwärts zu laufen ist ein bisschen schwer. Deshalb lassen wir das einfach mal aus. Machen wir das später. So wie das Spiel eigentlich vorgesehen hat, es zu spielen. Ich meine, ich bin mir da ziemlich sicher... In diesem Level... In diesem Level gibt es eine Todesroute. Also, wir dürfen bis zur Plattform nicht sterben. Damit wir die Todesroute aktivieren. Und ich meine, das war so ein Level. Kann das sein? Oder ich irre? Nein, ich irre mich nicht. Boah! Ich hab's nicht vergessen. Hier ist eine Plattform. Aber, Moment. Ich gehe mal kurz weiter nach rechts. Kisten brauchen wir eh nicht. Moment, die Plattform fallen. Genau, wegen dem Kristall bin ich gekommen. Weil ich meine, wenn wir die Todesroute abgeschlossen... Hoffentlich ist die Plattform da. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie wenn du sie nicht aktivierst.
Also nicht drauf springst und in... Nein, sie ist weg. Ah, fuck. Ich hatte sie erst benutzen sollen und dann sterben sollen. Ah, das war dumm. Mein Gedanke war jetzt, wenn ich direkt auf die Plattform draufgesprungen wäre, dann hätte ich einen Edelstein bekommen dahinter. Ich glaube, den lilanen. Ja, kann das sein? Ist da der lilane? Moment. Kann sein, dass er der lilane ist. Egal. Jedenfalls kann sein, dass das der lilane ist. Und wenn ich auf die Plattform draufgegangen wäre, meine ich, dass ich danach, wenn ich fertig bin mit dieser Todesroute, dann komme ich am Ende des Levels raus und müsste sehr viel zurücklaufen, um den pinken Kristall zu holen. Oder halt das Level nochmal, ein zweites Mal spielen. So, und das wollte ich jetzt eigentlich komplett mit einem Mal alles durchziehen. Im Prinzip hätte ich das Level jetzt einfach durchspielen können. Wäre natürlich vielleicht auch ein bisschen schlauer gewesen. Hätte ich das Level eigentlich ganz normal durchspielen können, den roten mitnehmen können und dann ein zweites Mal starten. Weil, ja, in der Zeit, die ich jetzt verloren habe, weil ich das Level beendet habe, um es nochmal zu starten, um das Level nochmal zu starten, hätte ich auch, glaube ich, das Level komplett durchspielen können, um dann nochmal zu starten, um dann nochmal hier hinzukommen. Komm, Jolo, ich mach's nochmal genauso. Egal. Wow! Gefährlich. Zack, ich habe keine Maske mehr. Oh, ich habe keine Maske mehr. Ich glaube, das ist dumm. Egal, aber wenn ich jetzt sterbe, dann mache ich das Level ganz normal. So, zack, 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 durch. Der darf mich jetzt nicht erwischen. Sobald ich auf der Plattform stehe, alles gut. Alles ist safe. Ich stehe drauf, Leute. Ich stehe drauf. Alles ist safe. Schlag ein. Hast du was gespürt? Ich habe es gespürt. Ich habe diese Energie zwischen uns beiden, habe ich gespürt. Förmlich gespürt habe ich diese Energie. So, hier rüber. Dein Ernst? Ja, dann nochmal. Aber die Plattform ist auf jeden Fall jetzt da. Sie verschwindet nicht so schnell. Sobald man sie einmal aktiviert hat, dann verschwindet sie ja nicht. Da ist sie. Todesroute. Dein Ernst? Ey, wenn ich mich jetzt so weiter dumm anstelle, dann schaffe ich den Boss nicht mehr. Ich wollte eigentlich noch den Boss machen. Und der Boss ist eigentlich der schwierigste auf dieser Etage. Kommen hier Tiny Tiger. Und Tiny Tiger ist eigentlich der schwierigste Boss, für mich jetzt persönlich, ist eigentlich der schwierigste Boss in dem ganzen Spiel. Weil da muss man ein bisschen tricksen muss man da. Da muss man ein bisschen tricksen. Da musst du mehr machen als nur ein bisschen ausweichen und... Oha. Eigentlich kann ich direkt zwei Sprünge machen. Nein, was mache ich denn da? Ich wollte unbedingt in dem Part noch Tiny Tiger töten. Mano, das wird nichts mehr mit Tiny Tiger. Vorsätze schon mal komplett kaputt gemacht. Apropos Vorsätze. Das Jahr ist ja noch nicht so weit fortgeschritten, ne? Und wir haben ja keine andere Möglichkeit gehabt hier, um über Vorsätze zu sprechen, weil... Diesen Kanal gibt es ja noch nicht. Ah, diese Art von Videos auf diesem Kanal gibt es. Oh. Diese Stelle ist so verdammt einfach. Sie ist so verdammt einfach. Sie ist so extrem einfach. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist das Einfachste im ganzen verdammten Spiel. Und ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's einfach nicht. Obwohl es so einfach ist. Ja, was ich sagen wollte. Ist ja, wir haben jetzt erst Februar, ne? Wir haben jetzt Februar. So lange ist gar nicht Silvester her, ne? Und... Wir kennen uns ja auch noch nicht so lange, ne? Also persönlich jetzt. Persönlich kennen wir uns ja noch nicht so lange. Weil auf dem anderen Kanal, ja, habe ich mit dir da draußen noch nicht so oft gesprochen. Wie vielleicht jetzt. Deshalb, ja, was habt ihr euch so für Vorsätze vorgenommen für 2015? Was habt ihr euch so für Vorsätze vorgenommen? Bestimmt irgendwas Cooles. Zum Beispiel wie abnehmen oder... Weiß nicht, was sind so Standardvorsätze? Was sind denn so Standardvorsätze, die man sich so normalerweise jedes Jahr nimmt? Entweder abnehmen oder trainieren gehen. Das machen sehr viele Leute. Hep, hep. Hep, hep. Hep! Oh, diese Plattformen sind richtig gemein. Weil hier ist, könnte man ein bisschen Probleme mit der Perspektive haben. Weil das ist ja so ein bisschen 2D-mäßig gerade. Aber die Plattformen, die bewegen sich auch in den Hintergrund. Die jetzt noch nicht, aber ich meine, komm, es kommt später. Genau die gleichen Plattformen, die sich aber dann gleichzeitig noch in den Hintergrund und in den Vordergrund bewegen. Und da ist das Perspektive technisch ist das ziemlich beschissen. So,
Jetzt bin ich mir gespannt, wo komme ich raus? Wo komme ich raus? Komme ich nach dem pinken Kristall oder noch vor dem pinken Kristall raus? Ja, zu den Vorsätzen. Ja, normalerweise, Leute setzen sich ja so diese Standardvorsätze. Sowas wie, ja, fleißiger sein, also mehr zu lernen für die Schule, damit das Zeugnis besser aussieht. Abzunehmen, Fitnessstudio. Keine Ahnung, so sind so Standard Vorsätze, die man sich jedes Jahr vornimmt, aber nie erfüllt. Einfüllt? Was ist das für ein dummes Wort? ja, aber ich hatte auf jeden Fall recht gehabt, dass ich nach dem pinken Kristall auftauche. Wenn ich die Plattform benutze, dann komme ich auf jeden Fall. Oh, da war das Ende. Da ist das Ende. Seht ihr das Ende? Seht ihr das Ende? Es ist zum Greifen nahe. Das waren die Tore. Die Tore der, ja, der Hoffnung. Die Tore der, mir fällt jetzt kein cooles Adjektiv ein. Um das, diese Tür am Ende in puren Glanz zu setzen. Ist mir jetzt nicht eingefallen. So. Ich muss sagen, ich habe mir für dieses Jahr ebenfalls keine Vorsätze gemacht, so wie eigentlich für jedes Jahr. Ich habe irgendwann aufgegeben, Vorsätze zu machen, weil jeden Vorsatz, den ich mir vorgenommen habe, habe ich nie eingehalten. Also typisch Vorsätze, oder? Typisch Vorsätze. Irgendwann wollte ich auch trainieren gehen, um richtig Muckis aufzubauen und richtig geil zu werden, damit im Sommer alle Weiber hinter mir herlaufen und ich sagen kann, guck mich an, ich bin richtig geil. Aber das habe ich dann auch irgendwann aufgegeben und ja, wieso auch immer, ne? Braucht man jetzt nicht. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Crash, du hast schon mehr als die Hälfte hinter dir. Aber vermutlich hast du bemerkt, dass es schwieriger wird. Die letzten 10 Kristalle sind die schwersten. Und meine, unsere Feinde werden alles daran setzen, dich aufzuhalten. Ich melde mich wieder, wenn du den nächsten Warp Room hinter dir hast. Ja, er meldet sich, wenn wir den nächsten Warp Room hinter uns haben, weil diesen Warp Room haben wir jetzt erfolgreich bestanden, bis auf ein Level, komplett alle Kristalle, alle Edelsteine geholt, ne? Das ist nur dieses Level, aber dieses Level können wir auch nicht anders machen, da müssen wir erst in die andere Etage. So, und dann würde ich sagen, ist ein bisschen doof gelaufen, ich wollte eigentlich den Boss hier noch besiegen, aber dann verschieben wir das auf den nächsten Part, weil der Boss könnte für mich problematisch werden und wenn ich ihn jetzt noch mache, dann könnte es wirklich zu spät werden, Komm, ich habe eine Idee, komm, wir machen First Try. Wenn das jetzt First Try wird, ne Leute, dann raste ich aus. Wenn das jetzt First Try wird, ich mache nur einen Versuch. Wenn ich jetzt verliere, dann machen wir das im nächsten Part. Wenn ich das jetzt First Try packe, dann ist alles gut. Wir können uns freuen, weil der Boss ist an sich ist ja eigentlich gar nicht so lang. Man muss nur ein bisschen aufpassen und ein bisschen, ein bisschen den Tiger in die richtige Richtung bringen, weil er springt ganze Zeit hinter dir her. Plattform für Plattform und gleich. Jetzt leuchten die Plattformen. Das war jetzt schon dumm. Reicht das so? Nein, das reicht nicht. Okay, ich bin tot. Egal, wir lassen das. Wir lassen das. Zurück in den Warp Room. Das erkläre ich euch dann im nächsten Part genau, wie das laufen wird. Ne? Deshalb lassen wir das. So, wir bedanken uns fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, ne, ihr wisst Bescheid, ne, wie ihr mir zeigen könnt, dass euch dieser Part gefallen hat. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Crash Bandicoot 2, wenn ich dann wieder den Tiger versuche, den Tiger in uns zu wecken. Ja, den Tiger im Nagetier zu wecken, so ungefähr. Ja, deshalb würde ich sagen, bis demnächst. Tschüss.